Hallo und herzlich willkommen zu meinem. Oh, jetzt hätte ich fast Freitag gesagt, aber immer Mittwoch. Zu meinem Mittwochsvideo. Meine Güte, ein bisschen verpeilt bin ich schon. Ja, ich habe gute Gründe, warum ich verpeilt bin und die werdet ihr jetzt auch gleich von mir erfahren. Ich bin im Vorproduktionsstress aufgrund dessen, dass ich noch so viel für Weihnachten zu tun habe, dass ich wie letztes Jahr auch schon jetzt Tuschur ein paar Videos mal durchziehen muss. Ja, ist ein bisschen blöd. Und weil ich dann davon ausgehe, dass ich nach Weihnachten nicht reden kann, sind es insgesamt jetzt 8 Videos, die ich mal vorproduziere. Zum Prinzip Hauptsache mal was haben für den Fall der Fälle. Also, heute habe ich eine Menge Themen in meinem Rucksack. Ich fange mal mit meinem ersten Thema an. Vor ein paar Tagen, um es ganz genau zu nehmen, letzte Woche am Mittwoch, hat mein Vater aus dem Geschäft seinen alten Mac mitgenommen. Und den hat er rausgekauft, weil er den sehr mag und an dem sehr hängt, genauso wie an seinem Kind zum Glück. Und der Mac ist ungefähr genauso alt wie sein Kind, also kann man schon sagen, was man will. Da sind ein paar Parallelen. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass er diesen Mac jetzt mitgenommen hat. Und das Teil, das hat am Anfang ging es nicht, weil es einen Adapter gefehlt hat. Und dann bin ich wochenlang durch die Gegend gegangen und habe diesen blöden Adapter gesucht. Und dann ging es nicht mehr, weil das Programm, das mein Vater so sehr braucht, nämlich Photoshop, hat ein Problem gehabt, das muss man neu registrieren. Also, Papas einzige Reaktion, Helena! Helena? Ja, was denn? Am Mac stimmt schon wieder was nicht. Helena also watschelt zu ihrem Papa und guckt. Und dann recherchiert sie im Internet. 2 Tage Suche. Das hast du gleich gemerkt. Kannst du froh sein, dass du kastriert bist, kleiner Mann, sonst hättest du nur mehr gemerkt. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass mein Vater dann dass ich dann recherchiert habe und dabei ist mir dann aufgefallen, dass die von Adobe, wo der Photoshop davon ist, einfach den alten Server abgeschaltet haben wegen Serverproblemen. Also ich glaube, die hatten einfach keine Lust mehr, den weiterzuführen, weil die Server kosten ja Geld und so weiter. Ja, und auf jeden Fall der langen Rede, kurzen Sinn, finde ich es irgendwie schade, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo man sich, dass ich heute mir zum Beispiel für viel Geld ein Programm kaufe, weil ich es brauche, zum Beispiel sei es Final Cut oder den Adobe Photoshop oder wie auch immer. Und also ich kaufe die nicht, weil es mir zu teuer sind. Und das sind dann immer so Programme, die Registrierungsserver brauchen. Oder auch zum Beispiel die Programme, die ich mir kaufe, sind zum Beispiel die Sims-Spiele. Und ich muss sagen, ich bin schon nervös. Ich bin sehr nervös, wenn ich so überlege, dass der Server von meinem Papa sein Programm nach 20 Jahren einfach abgeschalten wurde. Dann weiß ich nicht, wie das ist. Ich meine, ich habe in die Sims jetzt oft die Jahre mit viel Geschenken auch oftmals, glaube ich, so um die 600 Euro reingebuttert, was man so nicht merkt, wenn man es im Kleinen kauft. Aber das hat mal einer ausgerechnet. Und dann dachte ich auch so, davon hätte ich mir locker lässig mal so einen schönen Photoshop leisten können. Ja, und ich finde es schade, dass du, wenn du jetzt Programme kaufst, für teures Geld, und klar, die veralten irgendwann, und klar, meisten brauchst du dann vielleicht auch mal nicht mehr, aber wenn du sie dann doch noch brauchst oder weil du sie einfach gerne hast, dass sie dann nicht mehr verfügbar sind. Das finde ich eine traurige Sache. Und ja, das ist sowas, was mich persönlich Gesundheit. Heute läuft es ja bei mir. Mein Hase klemmt sich die Klöte und die Mutter, die niest sich eins. Ich bringe anscheinend heute mein Umfeld nicht so Glück. Ja, auf jeden Fall finde ich das schade für die, die dann sich wirklich die Programme mögen. Und ich bin ja jemand, ich bin ein Gewohnheitstier. Und ich möchte Programme, wenn es sein muss, 20 Jahre benutzen können.
Und ich habe jetzt, was ich schon als eine verrückte Aktion betrachtet habe, die letzten Monate für ungefähr umgerechnet, glaube 50 Euro, zwei Programme gekauft, die aber auch nur insgesamt beide auf drei Geräten registrierbar sind. Und ich finde es so schade, dass diese Regeln immer so eng geschnürt sind. Nämlich, wenn ich meinen Computer abstürzt und ich es neu drauf mache, habe ich schon wieder eine Lizenz verbraucht, obwohl es dasselbe PC ist. Und ja, sowas finde ich einfach schade. Und ich würde mir wünschen, dass es da Änderungen gibt oder dass man Garantien bekommt, dass die Programme auch noch in 20 Jahren laufen. Zumindest, wenn sie sehr teuer sind. Naja. Das ist eigentlich alles, was ich euch heute jetzt erzählen will. Weil wenn man 8 Videos braucht, da muss man ein bisschen auf die Tube drücken. Außerdem kenne ich da noch jemanden, der gerne hätte, dass ich ein bisschen auf die Tube drücke, weil der möchte jetzt, dass ich ihn streichle und tröste wegen dem Klötenquetsch. Entschuldigt, ich genieße es gerade darum rumzureiten. Gut. Das war eigentlich alles, was ich euch für dieses Video erzählen kann, weil ich kann nicht sagen für heute, weil, wie gesagt, Vorproduktion. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es so seht und ob ihr Programme habt, die ihr von, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren noch habt. Ich habe da noch ein uraltes Spiel namens Fritzifisch. Aber das musste ich zum Glück nie registrieren. Und ich habe extra, das ist kein Witz, glaube ich. Das erzähle ich euch im nächsten Video. Ja, das machen wir im nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne auf Twitter und auf Facebook oder eine Nachricht auf hier einfach direkt auf YouTube oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.